Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum einen das Abgabenänderungsgesetz. Hier werden wir zustimmen, wobei es aber auch hier Punkte gibt, die wir schon kritisch anmerken und über die wir diskutieren wollen. Ein Punkt ist die 10-prozentige Abzugssteuer auf Entschädigung für Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Retentionsbecken, Retentionsanlagen, Schutzmauern, Schüttflächen, Vorhalteflächen. Hier wird auf die Entschädigung vorab 10% abgezogen. Ich habe es miterlebt, Flächen zu verhandeln zu müssen für auf Ausbaumaßnahmen, für Schutzbaumaßnahmen. Und wenn du heute zum Grundbesitzer gehst und sagst, damit du weißt, mit dem, was wir aushandeln, sind noch 10% Steuern zu zahlen, dann wird wahrscheinlich die Tür sehr schnell wieder zugemacht werden. Ich hätte mir hier erwartet, dass man für solche Flächen eine Steuerfreiheit einführt, um den Leuten entgegenzukommen. Die Mehrwertsteuerbefreiung auf Lebensmittelspenden finde ich absolut positiv und einen sehr guten Punkt und freue mich darüber. Das Bodenwertabgabegesetz wird von uns abgelehnt. Wenn die Kollegen von der ÖVP und von den Grünen hier herausgehen und sagen, ja, diese automatisierte Einheitsbewertung, diese Digitalisierung der Bodenschätzung ist eine große Verwaltungsvereinfachung. Wir von den Freiheitlichen befürchten, dass das der Beginn vom Abweichen des herkömmlichen Einheitswertes als Grundlage für die Besteuerung der Landwirtschaft ist. Und wenn ich dann die Aussagen der Kollegin Vogelauer höre, dann glaube ich das auch. Und dann ist das für mich die Bestätigung, wenn sie sagt, wir müssen Klimamaßnahmen mit einfließen lassen und. Denn bisher hat das alles keinen Niederschlag gefunden. Ich glaube, das bestätigt uns, dass wir hart dagegen sein müssen. Und ich glaube, nach der Renaturierungsverordnung ist das der nächste Rückschlag für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, wir haben es heute gehört, gebeutelt aufgrund der Preise, der Auflagen, der Regulierungen, der Kosten. Und dann versucht man noch die Steuergrundlage zu verändern. Und seit der durchsichtigen Aktionen um diese Renaturierungsverordnung ist das Vertrauen der Bauern in die ÖVP wirklich nicht gestärkt worden, sondern geschwächt oder überhaupt nicht mehr vorhanden. Es war die Zustimmung der Ministerin schon absehbar. Und wenn ihr es ehrlich gemeint hättet, hätte Herr Bundeskanzler die Chance gehabt, zum Bundespräsidenten zu gehen und zu sagen, berufen wir diese Ministerin ab. Er hat es nicht getan, es ist ein anderer Minister aus ganz anderen, viel durchsichtiger und schwereren Argumenten abberufen worden. Nach der Zustimmung wissen wir, Theater gespielt worden, wir reden mit denen nicht, wir machen eine Ministeranklage, wir reden nur mehr per Telefon, wir haben keinen persönlichen Kontakt mehr. Und dann, und das ist das Schöne dabei, Wochen später geht der Herr Bundeskanzler Nehammer in die Medien und sagt, nur mit den Grünen können wir jederzeit wieder zusammenarbeiten und mit den Grünen wird man jederzeit wieder eine Koalition machen. Ich glaube, dass es die Bauern nicht verdient haben, so an Osten herumgeführt zu werden, dass man ihnen ein Theater vorspielt. Sie haben Rechtssicherheit und Verlässlichkeit verdient und diese Verlässlichkeit und Rechtssicherheit wird es nur mit dem Volkskanzler Herbert Kickl geben.